Nachdem die US-Aktienmärkte am Freitag zunächst negativ waren, sahen wir dann am Abend ein echtes Kurswunder. Die Kurse explodierten nach oben, als gäbe es kein Morgen, und das alles ohne irgendwelche Nachricht, die das hätte begründen können. Was war da los? Das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Und heute, meine Damen und Herren, ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Tag, denn wir bekommen ein Datum aus der Wirtschaft, das vielleicht schon darüber Auskunft geben kann, ob die USA in einer Rezession sind, nachdem wir ja gesehen haben, dass das BIP im ersten Quartal nur noch bei 1,3% war und wir viele, viele Indikatoren haben, dass die ganze Geschichte sich jetzt deutlich abkühlt, unter anderem, weil vor allem die Konsumenten im unteren Einkommensbereich jetzt echte Schwierigkeiten bekommen. Aber gucken wir zunächst mal das Wunder an der Wall Street an. Hier sehen wir diese 5-Minuten-Kerze. Also ich kann mich kaum erinnern, so etwas mal gesehen zu haben, vor allem ohne Meldung. Klar, wenn irgendwie ein Gamechanger kommt, eine Nachricht kommt, die das Spiel verändert, eine Fed-Sitzung ist und Jerome Powell sagt, also wir werden die Zinsen nicht mehr anheben, sondern wir haben über Zinssenkungen gesprochen, so wie im Dezember letzten Jahres. Okay, aber das Ganze hier war nicht motiviert durch eine Nachricht, die diesen Anstieg hätte begründet können. Wir sehen hier oben im RSI, da sind wir schon bei 90, also leicht überverkauft auf 5 Minuten. Im asiatischen Handel ist das dann noch ein bisschen weiter nach oben gegangen. Good luck with that. Im kurzen Zeitfenster extrem gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Kleine Ironie am Rande. However, das Ganze kam jetzt nicht komplett aus dem Nichts, denn wir waren extrem überverkauft, vor allem im Dow Jones, der ja mehr als 2000 Punkte verloren hat in nicht allzu langer Zeit, von seinem Hoch über der 40.000er Marke, und dann mal eben 600 Punkte, die wir gemacht haben in kurzer Zeit. Also das ist schon bemerkenswert, und es gibt wahrscheinlich zwei Erklärungsmuster für diese Bewegung. Erstens, Anfang des Monats kommen ja meistens frische ETF-Gelder rein von Leuten, die Index-ETFs monatlich irgendwie besparen, auch in den USA. Da ist dann vielleicht so eine Art Frontrunning passiert, dass manche sagen, naja, dann muss ich jetzt schon rein, und die Kurse nach oben getrieben haben. Aber der Hauptpunkt dürften Optionen gewesen sein. Wir haben gesehen, dass am Freitag weitgehend eben diese Calls vernichtet wurden zunächst. Also die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen haben erstmal die Longs abrasiert, und dann waren viele, die Puts hatten, also die auf fallende Kurse spekuliert hatten, waren schön im Geld, und das wollte man nicht so richtig und hat dann über Future-Käufe offenkundig die Märkte nach oben gezogen, hat eine Mechanik in Gang gebracht, die dann zu diesem Resultat geführt hat. Es ist das sehr wahrscheinlichste Erklärungsmodell, mit diesem Nebenaspekt vielleicht noch Window Dressing, jedenfalls der Dow Jones dann den besten Tag seit November. Wir hatten ja kürzlich den schlechtesten Handelstag seit oder in diesem Jahr. Jetzt haben wir den besten seit November gehabt, also eine auffällige Häufung von Extremereignissen. Hier sehen wir mal ein Tagesperformance, Energie ganz vorne, Real Estate, also Immobilien, Utilities, Versorger, alles defensive Sektoren, genauso wie Consumer Defensive, Healthcare. Also wir sehen, dass weitgehend bis auf Energie eben die defensiven Sektoren vorne sind. Unten Consumer Cyclical und Technology. Technology ja gelitten dann unter der Kursreaktion von Dell. Und so sehen wir eine Microsoft im Minus, eine Amazon im Minus. Wir sehen also einige Tech-Aktien im Minus. Wir sehen, dass möglicherweise das Spiel sich jetzt verändern wird, und zwar, dass der breite Markt ein bisschen aufholt und Tech verlieren wird. Das könnte dann für die Indizes ein Problem sein, denn diese großen Player sind natürlich sehr, sehr stark gewichtet. Jetzt haben wir auf Monatsbasis ein Bullish Engulfing, könnte man sagen, bei gleichzeitig eben einer extrem schwachen Marktbreite, die jetzt möglicherweise sich verbessern wird. Also die Anstiege von Aktien, die bisher nicht gut gelaufen sind. Wir haben ja eine sehr positive Performance im S&P 500 in diesem Jahr, aber knapp über 200 Aktien sind im Minus im S&P 500. Das ist ungewöhnlich. Da zeigt sich die ebenso schwache Marktbreite, die so schwach ist wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und dieser Bullenmarkt, der sieht so aus, der S&P zwar
Jetzt um und bei 10% im Plus, aber das Ganze über die Hälfte nur von 4 Aktien getrieben. Die anderen sind kaum gestiegen. Dow Jones war zwischenzeitlich sogar im Minus in diesem Jahr. Auch der Russell 2000 IWM nicht so wirklich gut performt. Und Equal Weight, also der gleichgewichtete Index, sogar im Minus beim S&P 500. Also das ist nicht der ganz, ganz große Bullenmarkt, wie er optisch aussieht. Aber wir haben natürlich KI. Und jetzt versucht der Schaufelverkäufer im Goldrausch neue Schaufeln anzukündigen. Da hat hier Wang für 2026 wieder ganz tolle Geschichten angekündigt. Rubin soll kommen. Mal sehen, wie viel das wieder bei der Nvidia-Aktie heute nach oben bringt. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass eben Dell, das Salesforce, alles hat ja auch mit KI zu tun, nicht so wirklich geliefert haben bei Dell. Die KI-Server praktisch ohne Marge, also nicht wirklich gewinnbringend. Und dann sehen wir, wie Google am Ende letzter Woche erklären musste, warum seine KI den Leuten empfiehlt, Steine zu essen und seine Pizzas anzukleben, weil man schlichtweg nicht in der Lage ist, die Datenbankenabfrage von, dass man da Spaß, Satire von Realität unterscheidet. Und wir sehen dann einen Artikel jetzt in Wall Street, das erste Mal, dass ich das sehe. Die AI Revolution is already losing steam. The pace of innovation is slowing. Wir sehen praktisch kaum Fortschritte oder wenig Fortschritte, etwa bei ChatGPT. Das ist eher schlechter geworden als besser geworden, selbst in der Bezahlversion. User fullness is limited, the cost of running it extrem, also die Kosten sind extrem, das zeigt sich ja dann eben auch in den Zahlen. Die Unternehmen haben natürlich riesige Kosten und bisher relativ wenige Einnahmen. Nvidia hat natürlich die gute Situation, dass man eben als Kunden so die allergrößten Unternehmen der Welt hat. Nämlich mit Microsoft, mit Google und wie sie alle heißen. Und Wang hat ja gesagt jetzt, wir gucken, dass wir sozusagen breiter uns aufstellen. Aus meiner Sicht schon ein Hinweis darauf, dass die Dickfische anfangen, eben versuchen selber ihre Chips zu entwickeln und sich dann von Nvidia abkehren. So langsam. Insgesamt sehen wir, dass in den Tech-Bereichen in den ersten 5 Monaten über 80% aller Zuflüsse in die Aktienmärkte gegangen ist, sonst nur noch Industrials, sonst alles negativ, überall also Geld raus. Deswegen sehen wir auch diese schwache Marktbreite, so gering wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und ich denke, das wird sich umkehren. Der breite Markt wird aufholen. Die Dickfische im Tech-Bereich, die jetzt schon komplett super gelaufen sind, wo alle dick überinvestiert sind, die werden dann nicht mehr so laufen. Hier sehen wir mal Software gegen Semis, also Software gegen Halbleiter. Firmen oder Aktien, da sehen wir dieses krasse Auseinanderdriften. Auch das dürfte sich relativieren, wie Extreme sich eben immer wieder relativieren. Es sei denn, man hat es mit Meme-Aktien zu tun, GameStop. Hier hat Roaring Kitty sich gemeldet und gesagt, also ich habe hier einiges an Millionen an Aktien in GameStop. Das dürfte heute den Wahnsinn wieder befeuern. Ich habe gesehen, die GameStop-Aktie 60% jetzt. Erstmal im Plus, das ist so typisch für das, was derzeit passiert. Da wird Dreck nach oben gespült, substanzloser Dreck nach oben gespült und gut, das kann man machen, aber es wird nicht gut enden. Und GameStop hat ja, als Roaring Kitty das erste Mal in Erscheinung getreten ist, dann 50% wieder verloren nach dem Anstieg. Also hier ein bisschen symptomatisch, was da passiert. Aber ich hatte Ihnen gesagt, es wird heute etwas Wichtiges kommen und das ist aus meiner Sicht der ISM-Index um 16 Uhr. Also verarbeitendes Gewerbe, Einkaufsmanager-Index. Und wie wird dieser ausfallen? Da wird man besonders auf die Preise achten, die ja zuletzt immer deutlicher gestiegen sind. Alles über 50 ist Wachstum zum Vormonat, alles unter 50 ist Schrumpfung zum Vormonat. Wir waren zuletzt bei 60,9. Das ist schon ziemlich hot, was da die Preiskomponente hervorgebracht hat. Und wir waren zuletzt knapp beschrumpfend auch im Gewerbesektor. Jetzt muss man wissen, der Gewerbesektor steht um und bei nur für 20% der US-Wirtschaft. Aber der Gewinne im S&P 500, da ist der Gewerbesektor deutlich, deutlich höher
als eben sein faktischer Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Produktion. Deswegen achtet die Wall Street sehr stark drauf. Die Wall Street nimmt den ISM-Index sehr viel ernster als zum Beispiel den Einkaufsmanager-Index, den S&P Global ermittelt. Ich glaube, letzte Woche waren die Zahlen, da war die Service-Komponente sehr, sehr stark, aber die Preise auch sehr stark gestiegen, vor allem jetzt eben im Gütersektor. Und das liegt daran, dass eben die Rohstoffpreise stark nach oben gegangen sind. Wir werden sehen, wie das rauskommt. Jetzt ist eben sehr wichtig, nach meiner Auffassung, nachdem am Freitag der Chicago Einkaufsmanager Index auf 35,4 gefallen ist, jedes Mal, wenn wir ein solches Niveau erreicht hatten, dann waren wir bereits in einer Rezession oder die Wirtschaft ist kurz danach in eine Rezession gefallen, so wie das 1990, 2001 und 2008 der Fall gewesen sind. Und jetzt gucken wir mal auf den Vergleich zwischen ISM-Index und Chicago Einkaufsmanager-Index. Da sehen wir, die laufen normalerweise ein Stück weit parallel. Jetzt driften die extrem auseinander. Wird jetzt der ISM folgen dem Chicago Einkaufsmanager-Index? Wenn ja, dann werden wir heute eine deutlich schwächere Zahl sehen. Und das wird die Rezessionssorgen befeuern. Wie werden die Märkte darauf reagieren? Frage, vielleicht erstmal jubeln, hurra, die Zinsen können sinken. Auf der anderen Seite, oh, was ist, wenn uns die Wirtschaft absäuft? Also das wird eine wichtige Frage sein. Wir sehen ja, dass jetzt erstmals die Zinsen über dem nominalen Wachstum der Wirtschaft ist. Wir hatten dieses schwache Quartal, wo wir sehen, dass die Wachstumsdynamik sich deutlich, deutlich abschwächt. Und das liegt auch, weil die Haushalte in den USA, oder liegt auch daran, dass die Haushalte in den USA jetzt sozusagen nichts mehr angespart haben. Die Geschichte ist vorbei. Diese Zeit mit die Corona, wo die Leute sich die Taschen haben voll machen können, vom Staat Geschenke bekommen haben, die ist vorbei. Und wir sehen hier interessante Grafiken. Oben links mal, seit einem Jahr, wie hat sich sozusagen die Geschäftsentwicklung im Einzelhandel entwickelt, bei Lebensmitteln oder bei Supermärkten, sehen wir Aldi ganz oben, Dollar General, Trader Joe's und dann Lidl. Während teurere Ketten sozusagen deutlich schlechter abschneiden, also Aldi und Lidl legen deutlich zu, das sagt uns viel über den Konsumenten. Rechts sehen wir mal das Credit, die Kreditvergabe an private Kunden nicht wirklich nach oben geht, sondern sich deutlich abschwächt, und die US-Konsumenten haben das Ganze eben oder haben in letzter Zeit diesen Anstieg der Inflation über ihre Kreditkarte bezahlt, weil sie ihren Lebensstandard nicht ändern wollten. Aber jetzt sehen wir Real Personal Spending, also sozusagen inflationsbereinigt die Ausgaben der Amerikaner, rückläufig, wie wir jetzt gesehen haben. Wir sehen die Credit Balances going delinquent, die Zahl steigt deutlich an, und das dürfte sich hier 30 Tage und mehr und 90 Tage und mehr, das dürfte sich weiter fortsetzen, und die Leute sind schlichtweg überfordert, oder vor allem bestimmte Einkommensgruppen in den USA sind überfordert. Das will natürlich Sir Donald jetzt ändern, der ja hier mit diesem Schuldspruch, das wird die politische Welt oder die politische Lage in den USA weiter fragmentieren, die Konfrontation wird weiter sich radikalisieren. Die Frage ist, wie werden die Wähler darauf reagieren? Man weiß, dass einige republikanische Wähler sagen, naja, wenn der jetzt verurteilt ist, dann wähle ich ihn nicht. Wichtig werden die Neutralen vor allem, wie werden die reagieren? Also die weder Biden normalerweise jetzt klar zuneigen, noch Trump. Jedenfalls eins dürfte klar sein, was Larry Summers hier aus meiner Sicht richtig zeigt, dass eben die Inflation ein richtiges Problem wieder werden wird, ein inflationärer Cocktail, wenn Trump an die Macht kommt. Warum? Weil eben er wahrscheinlich das Defizit ähnlich stark ausweiten wird wie Biden, gleichzeitig aber die Steuern senken wird, gleichzeitig Zölle erheben wird, was inflationär ist, und er wird dann vor allem die Migration begrenzen. Das kann man politisch absolut richtig finden. Das ist eine Frage, die kann man ganz klar diskutieren, gerade wenn man sieht, wie unkontrolliert die Einwanderung in den USA ist. Aber eins ist eben auch klar, damit werden die Löhne deutlich steigen. Dass die Löhne nicht noch stärker gestiegen sind, hängt eben mit diesen zahlreichen Migranten zusammen, die dann auch
verantwortlich sind für die Entstehung neuer Jobs, meist schlecht bezahlt, aber sieht in der Statistik natürlich wunderbar aus. Also das wird ein wichtiger Punkt werden in diesem Kampf für Biden-Trump. Was wird das für die Finanzmärkte bedeuten? Dazu gleich nochmal mehr. Die Fed hat sich jetzt geäußert. Kashkari sagt also, die Zinsen werden für eine verlängerte Periode unverändert hoch bleiben, also Absage an Zinssenkungen. Jetzt hat ja die Cleveland Fed kürzlich eine Studie rausgebracht und sagt, ja, also wir werden erst in 3 Jahren wieder bei 2% sein. Und die Williams sagt, naja, wir werden aber schon 2025 2% erreichen und haben ein Soft Landing. Ich glaube, weder noch wird das so kommen. Kommen wir nochmal zur Eurozone. Die wird ja sich freuen schon auf die Zinssenkung am Donnerstag durch die EZB. Aber ansonsten schauen wir mal. Das Gap unter anderem zu den USA, Input Contribution, Productivity Contribution, wie stark wir hinter den Amerikanern herhinken. Klar, die machen viel auf Pump, aber die Franzosen machen das auch, die Deutschen machen es weniger, aber 7% von Europas Firmen stehen unter Restrukturierungsdruck wegen gestiegenen Finanzierungskosten, die Zinsen und schwächelnder Konsumnachfrage auch hier. Eben in der Eurozone. Frankreich ist jetzt von S&P 500 Ende letzte Woche abgestuft worden, kurz vor der Europawahl. Und die Franzosen, die sind sportlich unterwegs, gut 5% sind die im Minus in Relation zum BIP mit ihrem Haushalt. Das ist schon ziemlich heftig, das ist fast schon wie in den USA. Jedenfalls Frankreich erstmal abgestuft auf AA-, drunter wird es dann kritisch. Und teuer vor allem, das wird dem Macron überhaupt nicht gefallen. Abschließend 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Erneuerbare Energien, wir sehen, dass die Strompreise immer weiter fallen. Also nicht den Strompreis, den Sie bezahlen, sondern die an den Märkten, die Großhandelsstrompreise. Warum ist das? Weil in Deutschland haben wir entweder zu viel oder zu wenig von Erneuerbaren. Wenn wir zu viel haben, dann fällt der Preis teilweise ins Negative. Wenn wir zu wenig haben, müssen wir teuer einkaufen. Das ist ein großartiges Geschäftsmodell. Wenn du etwas brauchst, musst du es teuer kaufen. Wenn du es hast, dann verkaufst du es teilweise zu Negativpreisen. Jeder Kaufmann würde pleite gehen. Und das Ganze funktioniert nur, wenn du wirklich den Strom speichern kannst. Gerade dann, wenn du zu viel hast, wenn du es speichern kannst, um es dann abzurufen, wenn du es brauchst. Das ist aber noch nicht wirklich der Fall. Dementsprechend haben wir diese Probleme und wird der deutsche Steuerzahler immer stärker belastet durch diese ganze Geschichte. Also je günstiger hier der Großhandelspreis ist, umso teurer wird es für den Konsumenten. Für Sie auch persönlich wichtig, denke ich. Erste Empfehlung gerne weiterempfehlen an Freunde und Bekannte, die sich auch über manches wundern. Erste Empfehlung, wie gesagt, die zweite Empfehlung. Der Traum von der weichen Landung, der bekommt Risse und die Frage wird sein, wann ist nicht mehr Zinsen die entscheidende Frage makroökonomisch, sondern die Rezession in den USA. Hier die zweite Empfehlung, der genau das sagt, dass das eben das Thema wird, die Rezession. Gerne auch weiterempfehlen. Und die letzte Empfehlung nochmal, die Auswirkungen auf die Finanzmärkte, je nachdem, wer sich hier durchsetzen wird bei der US-Präsidentenwahl. Das ist die dritte Empfehlung. Jetzt sage ich Servus, ciao.